Liebe Genossinnen und Genossen, Mann und Frau können offenbar grün sein, ohne links zu sein. Das machen uns die Grünen ja vor. Aber wir können nicht links sein, ohne grün zu sein. Die Zentralität der ökologischen Frage ist in unserem Programmentwurf relativ gut verankert. Dennoch wird der Linken wenig ökologisches Profil und geringe umweltpolitische Kompetenz zugestanden. Daran müssen wir verstärkt arbeiten. Wir können die Zentralität der ökologischen Frage eben nicht nur behaupten, wir müssen sie mit konkreten Konzepten unterlegen. Das ist nicht nur für die Zukunft der Gesellschaft zentral, das ist für die künftige Akzeptanz und die Zukunft unserer Partei zentral. Programme sind das eine, praktische Politik ist das andere. Seit den 90er Jahren entwickelt die Partei in verschiedenen Gremien ihre ökologische Kompetenz und ich kann aus guter Erfahrung sagen, wir sind dabei recht weit gekommen. In den Parlamenten, von den kommunalen Ebenen bis zur Bundesebene, hat sich die Partei mit ihren ökologischen Positionen durchaus Respekt verschaffen können. Die Vernetzung mit und die Verankerung in der ökologischen Bewegung ist spürbar und sie ist auch stabil. Mir selbst als Berliner Umweltsenatorin ist es zum Beispiel gelungen, im Zusammenwirken mit der Berliner Stadtöffentlichkeit den Neubau eines Kohlekraftwerkes von Vattenfall zu verhindern, anders als es seinerzeit Schwarz-Grün in Hamburg propagiert hat. Es ist richtig, wer die ökologische Frage, die sich als existenzielle Krise inzwischen darstellt, da dürfen wir uns nichts vormachen, lösen will, muss die Systemfrage stellen. Es ist aber auch richtig, dass wir hier und heute und in nächster Zukunft Fortschritte und Lösungen brauchen zur Begrenzung des Klimawandels, zur Rettung der Meere, zum Schutz der Natur. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir unsere strategische Ausrichtung nicht nur gesellschaftsüberwindend entwickeln in eine ferne Zukunft, sondern dass wir hier und heute praktische, realpolitische, transformatorische Politikansätze entwickeln. Und dann muss man sich eben fragen, was heißt sozial-ökologischer Umbau konkret? Wie verbinden wir wirklich Klimaschutz und Mieterschutz? Wie entwickeln wir nachhaltige Arbeitsplätze in einer ressourcenschonenden Industrie? Und wie sichern wir auf der einen Seite Wohlstand und Gerechtigkeit und die Daseinsvorsorge, ohne auf der anderen Seite Raubbau an unseren natürlichen Lebensgrundlagen zu treffen? Und wenn wir diese Fragen nicht konkret beantworten, dann wird es uns auch nicht gelingen, eine moderne linke Partei zu sein. Ich bin mir aber sicher, dass wir gut vorangekommen sind auf diesem Weg und ich möchte an alle appellieren, es eben nicht nur als Kampagne, als Losung vor sich herzutragen, sondern den sozialökologischen Umbau als echtes linkes Projekt zu begreifen. Vielen Dank. Dankeschön, Katrin. Dann rufe ich auf Sebastian Koch und es bereitet sich bitte vor Julia Mayer und Sebastian ist von der Linksjugend.